Ja, ich freue mich. Natürlich kann ich euch heute Nachmittag etwas über unsere Agroforstsysteme in der Schweiz erzählen. Der Vortrag heißt Partizipative Entwicklung von Agroforst in der Schweiz. Partizipativ deshalb, weil wir das wirklich von Anfang an mit den Landwirten zusammen entwickelt haben. Burgert hat schon gesagt, ich arbeite für Agridea. Das ist die landwirtschaftliche Beratungszentrale. Es hat zwei Standorte in Lausanne für den französischsprachigen Teil der Schweiz und in Lindau bei Zürich, wo ich arbeite. Ich bin eigentlich für Biolandbau zuständig und arbeite in der Gruppe Pflanzenbau und bin eigentlich über den Bio-Ackerbau, Bio-Ackerbausysteme zu Agroforst gekommen und beschäftige mich jetzt ja sicher schon 10 Jahre mit diesem Thema. Ich möchte was erzählen. Genau. Der Schwerpunkt geht Agroforst, also mit dem ackerbaulichen Unternutzen. Das ist hier ein Bild aus Frankreich, Westfrankreich. Eines der ersten oder ein Pionierbetrieb, der schon in den 70er Jahren auf Agroforst umgestellt hat. Aus heutiger Sicht würde man verschiedene Sachen anders machen. Wenn man näher hinguckt an die Bäume, ist es auch nicht so ein ganz leuchtendes Beispiel. Aber mal so symbolhaft zum Einstieg, das, was ich erzählen will, eben diese Kombination mit verschiedenen Baumarten und Unterkulturen. In der Schweiz gibt es ja eine große Vielzahl an solchen traditionellen Agroforstsystemen. Das Bild hier, das zeigt eine Kastanienselve im Tessin. Dort hat es noch viele diese traditionell genutzten Kastanienlandschaften. Daneben gibt es natürlich die klassischen beweideten Streuobstwiesen. Und die Waldweiden, mehr in der Nordwestschweiz, im Kanton Jura, ist das noch eine sehr bekannte Nutzungsform. Insgesamt haben wir fast 8% der LN in der Schweiz, die mit solchen traditionellen Agroforstsystemen besetzt sind sozusagen. Also das ist eine sehr große Anzahl im europäischen Vergleich. Und unser Projekt hat sich aber jetzt mehr mit den modernen oder mit diesen neuen Arten von Agroforst beschäftigt. Ungefähr vor 10 Jahren haben so die ersten Betriebe angefangen, Baumreihen mit Ackerkulturen zu kombinieren. Warum? Sie bekamen zusehends Probleme mit Erosion und haben dann aus einem eigenen Impuls heraus angefangen, Ackerkulturen oder auch verschiedene Unterkulturen mit Bäumen zu ergänzen. Später sagte man ihnen, das, was du machst, das ist Agroforst. Sie hatten gar nicht die Idee, oder es war gar nicht die Idee, dahinter ein Agroforstsystem anzulegen, sondern eine Maßnahme gegen Erosion zu etablieren. Unser Projekt Agroforst-Netzwerk Schweiz ist letztes Jahr abgeschlossen worden, nach knapp 5 Jahren. Und mit diesem Projekt wollten wir solche Agroforst-Pionierbetriebe vernetzen und auch auf diesen Flächen ein begleitendes Monitoring durchführen. Es ist aber kein wissenschaftliches Projekt gewesen, sondern ein Beratungsprojekt. Und Monitoring war wirklich eine sehr praxisnahe, eine sehr einfache Art der Forschung, der Begleitforschung. Wir wollten vor allen Dingen das Erfahrungswissen sammeln, der Landwirte und Kurse anbieten zu dem Thema, Plattformen ausbauen. Wir haben inzwischen 2 Plattformen in der Schweiz, die IG Agroforst, mehr für den deutschsprachigen Teil, und die Plattform Agroforesterie Romont für den französischsprachigen Teil. Und ja, es sind inzwischen etwa 130 Mitglieder, die wir da betreuen. Und wir machen Beratung auf Betrieben, bieten Kurse an. Und der Schwerpunkt sind aber ganz klar jetzt in diesem Beratungsprojekt die Silvo-Arablen-Systeme gewesen. Das Monitoring, da sage ich nicht so viel dazu. Wir haben qualitative und quantitative Parameter gesammelt. Ganz wichtig waren jährliche Interviews mit den Bewirtschaftern, wo wir gefragt haben, wie sind eure Erfahrungen, was läuft gut, was läuft nicht gut, was hat sich bewährt, was kann man auch für die breitere Praxis empfehlen. Und diese Untersuchungen haben wir fallweise mit Prozessuntersuchungen ergänzt. Da sind auch viele Bachelor- und Masterarbeiten gelaufen in der Zeit, zum Beispiel zu der Frage der Wertholzproduktion in diesen Agroforstsystemen, zur Wirtschaftlichkeit, zur Humusentwicklung oder auch zur Wurzelkonkurrenz. Also wie ist so ein Wurzelsystem aufgebaut im Agroforstsystem? Gibt es da eine Wurzelkonkurrenz oder ist es doch so, wie in der Literatur gesagt, dass eben der Baum ganz andere Bodenschichten besiedelt als die Kultur darüber? Letzten Endes hat uns aber eigentlich die Frage interessiert, ist Agroforst, ist das machbar, ist das rentabel und ist das attraktiv für die Landwirte? Weil die wollten wir eigentlich erreichen mit dieser neuen Art der Landnutzung. Hier sieht man eine Übersichtskarte von der Schweiz. Das sind die Parzellen, die wir da betreut haben in den letzten Jahren.
22 von solchen Demo-Agroforstparzellen konnten wir begleiten. Und man sieht von der geografischen Verteilung, dass die eben sich hauptsächlich im Ackerbaugebiet etabliert haben, nördlich der Alpen. Also klar, unser Schwerpunkt waren natürlich die Ackerbauflächen. So hat das ausgesehen, die sogenannten silvo-arablen Agroforstsysteme, das war unser Schwerpunkt, das wollten wir genauer anschauen. Genau. In der Schweiz ist das Thema Agroforst eigentlich ein Obstgarten in moderner Inszenierung. Der Obstgarten, das ist der traditionelle Begriff für die Streuobstwiese. Und eben das Gute an diesem Begriff ist, dass der Unternutzen nicht definiert ist. Also wenn man vom Obstgarten redet, dann meint man eigentlich die Streuobstwiese, aber es lässt eben offen in gewisser Weise, ob man darunter eben Weizen oder Wiesland anbaut. Und von daher sind eben die agrarpolitischen Rahmenbedingungen auch relativ günstig für diese Systeme, denn man kann das ganze System als Obstgarten anmelden, kommt dann in den Genuss von hohen Fördergeldern für diese Obstgärten im Rahmen der Biodiversitätsförderung. Und das macht es auch dann attraktiv für die Landwirte, da mitzumachen. Diese Obstgarten-Agroforstsysteme haben wir im Laufe der Zeit differenzieren können in so vier grobe Nutzungsrichtungen. Also es hat sich rauskristallisiert, dass es so ein System fruchtintensiv gibt auf den Betrieben. Es gibt ein System fruchtextensiv, System Holzfrucht und System Wertholz. Das sind so vier Nutzungsrichtungen, so in dieser Schweizer Agroforstwirtschaft. Hier mal eine Fläche von oben in der Westschweiz. Also das soll so ein bisschen symbolisieren, was das heißt, fruchtintensiv. Das sind Betriebe, die eigentlich diesen hochstämmigen Anbau von diesen Obstbäumen integrieren in eine intensive Nutzung, auch mit verschiedenen anderen obstartigen Kulturen. Das kann Niederstamm sein, das können Beeren sein, es kann aber auch Gemüse sein. Also es sind eigentlich sogenannte Spezialkulturenbetriebe oder Sonderkulturenbetriebe, die das machen und die auch einen sehr hohen Nutzen haben von diesen Obstbäumen, die das intensiv verarbeiten, vielleicht auch zu Wildobstspezialitäten, je nach Baumart. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die Bäume intensiv gepflegt werden. Es gibt teilweise auch Pflanzenschutzmaßnahmen. Also das ist nicht so, dass der Baum da einfach nur da steht als Staffage in diesem System, sondern der heißt, ist wie gleichberechtigter Partner mit, also in Bezug auf die Unterkultur. Und es waren vor allen Dingen Biobetriebe, die diesen Schwerpunkt gewählt haben, so eine ganz intensive obstbauliche Nutzung. Bei den extensiven Betrieben ist es eigentlich so, dass der Baum eine bestimmte Ökosystemleistung darstellen soll, aber die Nutzung schon sehr extensiv erfolgt. Also wenn sie überhaupt erfolgt, also wenn das Obst überhaupt geerntet wird, dann sicher nicht jedes Jahr und nur punktuell. Da würde man heute, also das ist ein Betrieb im Kanton Luzern, heute würde man sich überlegen, ob man dem nicht extensivere oder andere Baumarten empfehlen würde, als jetzt unbedingt einen veredelten Obstbaum, der jetzt doch eine relativ intensive Pflege nach sich zieht. Hier auf den Betrieben ist ganz klar die Ackerkultur, die im Vordergrund steht, und der Baum, der erfüllt seinen Nutzen für die Biodiversität, für die Ökosystemdienstleistung, aber nicht unbedingt als weiterer Beitrag zur Wertschöpfung. Und da waren es vor allen Dingen IP- und Biobetriebe, die dort mitgemacht haben. Dann gibt es eben dieses System Holzfrucht, also das ist wie die kombinierte Nutzung, die da angestrebt wird. Einmal das Holz in Form von Wertholz und die Früchte, das sind vor allen Dingen Baumnusspflanzungen gewesen, die wir da begleiten konnten und die halt quasi die Bäume so aufgeastet haben, dass so wie diese Doppelnutzung dann auch noch möglich war. Also das sind jetzt nicht so hoch aufgeastet wie diese Bilder, die man in Frankreich sieht, mit diesen 7 oder 8 Meter hohen Bäumen, weil man ja auch die Früchte noch ernten will. Also man muss da irgendwie einen Kompromiss finden zwischen Fruchtnutzung und Holznutzung. Und da haben wir Betriebe, die das eigentlich ganz gut umgesetzt haben. Aber trotzdem ist eben die Ackerbewirtschaftung auch noch der Hauptfokus oder fast noch wichtiger auf diesen Betrieben. Und das waren wieder beide oder alle Produktionssysteme, die sowas umsetzen konnten, eben IP und Biobetriebe. Was heißt IP? Integrierte Produktion, also gibt es glaube ich in Deutschland auch. Ja.
Dann die reine Holznutzung, da haben wir auch einige Betriebe, die das gemacht haben. Das sind dann eher die extensiven Baumarten, Wildobst, Nussbaum, Laubbaumarten, also keine veredelten Obstbäume, die eben diese intensive Erziehungspflege in den Anfangsjahren nach sich ziehen. Auch die Ackerbewirtschaftung im Hauptfokus, und das waren dann meistens nicht die Biobetriebe, die das gemacht haben, sondern eher die konventionellen oder IP-Betriebe. Was sind so besondere Herausforderungen? Man sieht hier so symbolhaft, ist es nicht so gut zu erkennen, aber hier lägen eigentlich die Äpfel. Es ist ein bisschen pixelig, das Bild. Ich habe es mal genannt Produktionsablösung. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, dass man sich in der Fruchtfolgeplanung so festlegen muss, dass man Sorten finden muss in dieser Kombination, wo die Ernte anfällt in dem Zeitpunkt, wenn die Haupt- oder die Vorkultur geerntet wurde und die Kultur, die danach kommt, noch nicht ausgesät wurde. Also das ist natürlich schon eine besondere Herausforderung, das so zu planen auf lange Sicht, dass das möglich ist. Und auch das Management der Maßnahmen, das ist eine besondere Herausforderung. Also wenn ich Pflanzenschutzmittel ausbringe zum Beispiel, das darf dann nicht passieren, wenn die Obstbäume blühen, und andersherum, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das kein Biobetrieb ist, der sowas macht, das stellt schon gewisse Herausforderungen an die Bewirtschafter. Was wir auch haben, wir haben gesehen, dass es Randeffekte gibt in diesem System. Man sieht das vielleicht hier an diesem Mais, dass der hier da am Rand sehr stark abfällt. Warum ist das so? Das ist nicht das Problem, dass der Schattenwurf der Bäume schon so stark wäre, dass es hier eine Ertragsdepression gibt, sondern einfach, wir haben eine Fläche, wo jetzt diese Baumreihen etabliert wurden, und dort haben wir sehr viele von diesen Randeffekten. Das heißt, die volle Maschinenbreite wird teilweise nicht ausgenutzt bis auf diesen Rand hin. Es hat Probleme mit der gleichmäßigen Verteilung von Düngemitteln gegeben, vor allen Dingen, wenn bestimmte Arbeiten im Lohn gemacht werden. Die sind sich das vielleicht nicht so gewohnt, mit diesen Baumreihen zu wirtschaften, und deshalb gibt es diese Randeffekte. Da müssen wir natürlich in Zukunft an der Produktionstechnik feilen und gucken, dass man da Sachen entwickelt, wo man das ein bisschen besser handhaben kann. Und dann gibt es auch bei den Wertholzsystemen noch ganz besondere Herausforderungen, weil das für viele doch auch Neuland ist. Es ist so die Verbindung von obstbaulichem Wissen, ackerbaulichem Wissen und waldbaulichem Wissen. Und Herausforderungen sind zum Beispiel, dass man sich mit der Wertastung beschäftigen muss. Das ist für viele wirklich Neuland. Hier zum Beispiel die Vogelkirsche, die hier eigentlich zu spät und viel zu nah am Stamm abgeschnitten wurde. Das sind solche Wunden, die natürlich nicht mehr überwallen. Das kann dann irgendwann natürlich nicht mehr zu Wertholz werden. Also das ist auch so neues Wissen, was aufgebaut werden muss im Laufe der Jahre und wo die Landwirte sich erst hereinfinden müssen. Und dann sind bei diesem System auch die Details besonders wichtig. Es geht ja nicht nur darum, einfach einen Baum zu pflanzen, sondern die Details sind wirklich entscheidend für den Erfolg. Zum Beispiel der Pflanzpfahl, wenn der auf der falschen Seite steht, dann wird der Baum immer an diesem Pfahl gedrückt. Es gibt Reibungsschäden, es gibt Rindenschäden, und das wird dann auch niemals zu Wertholz werden können. Deshalb muss der Pflanzpfahl immer in der Hauptwindrichtung stehen, damit der Stamm vom Pfahl weggedrückt wird. Wir haben uns auch unter anderem, also mit vielen Themen beschäftigt, war unter anderem mit der Klimawirkung, weil es gab überhaupt keine Zahlen. Also mit was für Zahlen muss man da eigentlich rechnen, wenn man Bäume pflanzt, wie viel Kohlenstoff kann da in diesen Bäumen gespeichert werden? Und wir haben vier Flächen, haben wir intensiver untersucht an verschiedenen Standorten in der Schweiz. Und hier ist mal rot markiert, ungefähr nach dem 8. Standjahr, der Kohlenstoffspeicher dargestellt. Das ist nicht wahnsinnig überraschend, wenn man das mal hochrechnet. Dann kommen wir auf verschiedenen Standorten auf Zahlen, die sich ungefähr mit der auch in der Literatur angegebenen eine Tonne pro Baum Lebensleistung an Kohlenstoffspeicher. Das ist ungefähr das, was man erwarten kann. Was bei uns noch interessant war, wir haben natürlich verschiedene Baumdichten gehabt an verschiedenen Standorten, und wir wollten wissen, welche Bäume wachsen jetzt besonders schnell und besonders gut. Und da ist es tatsächlich die Kirsche, die Vogelkirsche, die da hervorsticht, die einfach sehr stark und sehr, sehr schnell wächst. Und Pappel natürlich, das ist ja auch bekannt, dass das eher eine Baumart ist, die besonders schnell wächst. Hier diese Sauerkirsche,
die wächst besonders langsam. Das ist aber auch eine Sorte, die eigentlich, das war ja auch nicht das Ziel von dem Landwirt, möglichst viel Kohlenstoff zu speichern, sondern er wollte eine ertragreiche Sauerkirschensorte dort anpflanzen. Aber wenn man wirklich so die Klimawirkung hervorstellen will, dann kann man natürlich Baumarten auch auswählen auf die Schnellwüchsigkeit. Wir haben uns beteiligt mit unserem Landwirtenetzwerk im AgForward-Projekt. Und das war ein größeres EU-Projekt und hat auch die Klimawirkung von Agroforstsystemen untersucht. Und die hat für Europa verschiedene Agroforst-Kandidaten identifiziert, 64 verschiedene Agroforst-Kandidaten mit einem ganz unterschiedlichen Kohlenstoffpotenzial. Manchmal war das nur eine Heckenreihe, das kann dann eventuell weniger Kohlenstoff speichern. Und manchmal waren es eben Alley-Cropping-Systeme oder Dehesas oder Streuobstwiesen, wo relativ viel Kohlenstoff speichern können. Dann hat man in dem Projekt AgForward hat man so eine Defizitkarte entwickelt. Das ist noch sehr interessant. Also man hat geguckt, wo in Europa gibt es die größten Defizite in Bezug auf Erosion, in Bezug auf Nitratauswaschung, Bestäuberinteraktion, wo gibt es da die meisten Mängel. Und hat man sich überlegt, wenn man dort jetzt Agroforst etablieren würde, in diesen Regionen, dann hätte man ein Riesenpotenzial, diesen Kohlenstoffspeicher aufzubauen. Jetzt bin ich etwas verwirrt, weil meine Folien anders sind, als ich sie eigentlich dem Stefan geschickt habe. Ich muss noch mal kurz zurückgehen. Genau, die Idee dahinter war, was würde passieren, wenn man in diesen Defizitregionen, wenn man dort jetzt Agroforst etablieren würde, nicht einfach überall, sondern einfach nur in diesen Defizitregionen, dann könnte man einen doch ziemlich erheblichen Kohlenstoffspeicher aufbauen, nämlich bis zu 240 Millionen Tonnen. Und was bedeutet das jetzt auf die EU bezogen? Also wir haben eine Unmenge an CO2-Ausstoß in der EU, nicht nur Landwirtschaft, sondern Industrie. Und davon sind ungefähr 13% wird durch die Landwirtschaft emittiert. Und wenn man dort in diesen Defizitregionen Agroforst etablieren würde, dann hätte man irgendwo einen Wert, der wohl hier zwischenliegen würde. Das würde, ja, also wenn es gut laufen könnte, 50% von diesen Emissionen reduzieren. In der Schweiz hat man auch reagiert auf diese zunehmende die Bedeutung für den Klimawandel durch Agroforst. Es gibt neu jetzt ein Coop-Förderprogramm für Agroforstwirtschaft. Coop ist eine von den großen Supermarktketten in der Schweiz und seit letztem Jahr werden durch Coop Agroforstsysteme speziell gefördert. Ich möchte hier noch ein paar Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Also das ist eine Fläche im Kanton Baseland, die mit Pappeln gepflanzt wurde. Im Jahr 2011 hätte da eigentlich stehen müssen. Und das ist die Fläche 2017. Also da ist schon ein relativ starkes Wachstum auch von diesen Bäumen im offenen Ackerland. Hier noch ein anderes Beispiel. 2009 die Pflanzung. Das ist auch im Fricktal in Möhlin. Moment, falsch rum. Und ungefähr 8 Jahre später sieht das so aus. Also schon eine enorme Zunahme am Baumwachstum. Und das letzte Beispiel noch eine Nussbaumpflanzung 2014 und nur 4 Jahre später sind die Bäume doch schon recht groß geworden auf diesen Flächen. Was auch noch interessant ist, unsere Landwirte, die haben eigentlich trotz diesen Randeffekten keine Ertragsunterschiede festgestellt. Das heißt, dass die, und das deckt sich auch mit Untersuchungen aus Bayern, dass diese Randeffekte, dass die eigentlich ausgeglichen werden durch den Mehrertrag, den es in der Parzellenmitte geben kann. Das heißt, dass durch die verminderte Winderosion und durch das bessere Halten von Wasser und Nährstoffen, dass diese Randeffekte ausgeglichen werden können. Hier ein Bild. Unsere Bäume sind jetzt noch relativ klein im Agroforstsystem. Hier mal ein Beispiel von einem großen Baum. Also wir haben noch keine Probleme mit Schattenwürfen auf die Unterkulturen. Aber das kann sich natürlich ändern mit zunehmendem Alter der Bäume. Wir haben die Bauern noch gefragt, was sehen sie als zusätzliche Leistung von diesem System? Da ist natürlich einmal die Freude am Obstbaum. Das ist doch was sie sehr stark herausgestrichen haben, die Freude an der Bewirtschaftung.
auch die Freude an Strukturen und an mehr Biodiversität auf den Flächen spielt eine Rolle, dass man sich diversifizieren kann auf der Produktionsfläche und eine höhere Wertschöpfung erzielt. Und dass viele das doch auch als optimale Kombination von Ökologie und Ökonomie sehen. Und dass man eben bleibende Werte schaffen kann, wo sonst nur einjährige Kulturen stehen, und dass man auch Kunden neu motivieren kann bei der regionalen Vermarktung. Es gibt natürlich auch Gründe, warum Agroforce nicht umgesetzt wurde. Zum Beispiel gibt es Flächen, wo hohe Strukturen nicht erwünscht sind. Zur Förderung von Feldlerch und Kiebitz zum Beispiel. Drainagen, das ist auch ein Ausschlusskriterium im Moment noch. Haben wir noch keine Lösung dafür. Und technische Installationen wie Bewässerungssysteme. Und der Respekt natürlich vor dem Know-how und vor der Arbeit, weil das ja auch eine neue Sache ist. Kurz noch ein Ausblick, dann komme ich schon zum Schluss. Was auch noch so ein neuer Trend ist, dass man die Tierhaltung integriert in diese Systeme. Also wir haben jetzt vermehrt Betriebe, die dort so Mobilställe etablieren. Was ein Thema, was zunehmend wichtiger wird, ist die Strukturierung von Weiden, also zum Beispiel mit Futterlaubhecken. Da haben wir zwar noch keine Beispiele, aber das möchten wir in Zukunft stärker ausbauen. Und dass dieses Bild zeigt, dass die das erkennen, dass einfach die Weidehaltung, dass die Strukturen für die Beschattung, dass das einfach wirklich sehr, sehr wichtig wird in Zukunft. Auch so eine Weiterentwicklung ist die technische Weiterentwicklung. Wir sprechen schon von Precision Agroforestry, hier ein Betrieb im Kanton Bern, der hat so eine Art Controlled Traffic Farming etabliert mit begrünten Fahrstreifen, auch mit dem Ziel, diese Randeffekte auszugleichen. Der hat so eine Maschine entwickelt, wo er diese Grünstreifen quasi mulchen kann, um sich zu orientieren. Und auch ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Ausbildung. Das ist meine Kollegin Johanna, die schon das dritte Jahr mit Lehrlingen im ersten Lehrjahr in der Landwirtschaftsschule in Marcelin so ein Agroforst-Modul durchführt. Genau, ich komme zum Schluss. Insgesamt muss ich sagen, dass Agroforst in der Schweiz interessant ist über alle Produktionssystemgrenzen hinweg, ob jetzt Bio oder nicht Bio. Es ist für alle Systeme gibt es da Lösungsmöglichkeiten. Die Ökosystemdienstleistungen, die sind sehr interessant. Wir haben die Prozesse untersucht und es gibt interessante Ergebnisse in Bezug auf Humus und Biodiversitätsförderung. Ja, Agroforst unter Schweizer Bedingungen, muss ich sagen, ist machbar und es ist attraktiv. Rentabilität ist aber auch in der Schweiz eben sehr stark abhängig von den Direktzahlungen und eben auch bei Wertholz gelingt so eine vorgezogene Kapitalisierung. Genau. Und die Umsetzung kann großflächig, aber auch kleinflächig erfolgen. Das ist also möglich. Hier noch ein Bild zum Abschluss. So hat mal die Obstgartenlandschaft im Thurgau ausgesehen. Man hat die Bäume überall angepflanzt, auf Ackerflächen, auf Wiesen. Es ist vielleicht eine Illusion zu glauben, dass man dort wieder hinkommt. Aber letzten Endes kann Agroforst doch einen Beitrag leisten, dass die Landschaft, die Kulturlandschaft wieder diverser wird, wieder bunter wird. Und ich wünsche mir eigentlich für die Zukunft, dass wir noch viel mehr Agroforst umsetzen können in der Schweiz und auch außerhalb. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Mareike, auch für den Vortrag. Es tut mir leid, dass es leider schon sozusagen so ein knapper Zeitrahmen dafür ist. Wir haben jetzt noch aber immer noch 5 Minuten Zeit für Fragen an Mareike. Und genau, ich gehe mal durch. Ja, danke erstmal. Ich habe 2 kurze Fragen. Und zum einen, kennst du dich auch mit den Fördermöglichkeiten in Deutschland aus? Kannst du da einen Satz dazu sagen? Nein. Die zweite Frage ist, was ist die, gibt es optimale Reihenabstände der Bäume oder hängt es komplett von der Sorte ab? Also ich habe ja von diesen 4 Nutzungsrichtungen gesprochen und wenn man so ein Intensivsystem fährt, da können die Abstände ruhig etwas enger sein. Aber mit der ackerbaulichen Nutzung, da empfehlen wir eigentlich 28 Meter. Das hängt ja ab von der Breite der Sämaschine. Das ist eigentlich die feste Größe. Wie breit ist die Sämaschine? Und die 28 Meter hatte ich deshalb ergeben, weil man sonst rausfällt aus dieser Obstgartenförderung. Da darf nicht mehr als 30 Meter zwischen den Baumreihen sein. Kann man nicht so genau sagen, was der optimale Abstand ist. Also auf großen Flächen, da sind 30 Meter natürlich zu eng. Also da kann man auch breiter gehen. Aber für die Beschattung muss ich sagen, also bei 12, 15 Metern ist dann irgendwann natürlich die ackerbauliche oder Spezialkulturnutzung in Frage gestellt. Oder man müsste einzelne Bäume rausnehmen oder sich andere Nutzungsmöglichkeiten überlegen, wegen der Schattenwirkung.
aber es ist nicht einfach zu beantworten. Auch mit den Fördermöglichkeiten in Deutschland ist es nicht einfach, weil wir eine sehr komplizierte Situation gerade haben. Da arbeiten wir dran, aber das ist ein späteres Thema. Ich habe noch eine Frage dazu, zu den Bäumen, weil die werden doch einfach immer größer und das ist doch irgendwann wahrscheinlich ein Problem mit dem Schatten. Und dann auch noch, in welche Richtung man die ausrichtet, die Reihen, ob man die von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen ausrichtet. Also das sind so, da gibt es so ganz klassische Grundlagenempfehlungen. Wenn man die Reihen in Nord-Süd-Richtung ausrichtet, dann ist dann, wenn der Sonnenstand am höchsten ist, dann ist der Schatten innerhalb der Reihe und nicht rechts oder links davon. Aber wie gesagt, wir sind im Klimawandel. Vielleicht könnte der vermeintliche Nachteil irgendwann auch ein Vorteil sein. Wenn nämlich die Kulturen stärker beschattet sind, dann gibt es weniger Wasserverdunstung. Und vielleicht wird man in Zukunft die Reihen extra so pflanzen, dass es möglichst viel Schatten gibt auf die Kulturen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen nach dem letzten Jahr. Aber es ist klar, die Bäume werden größer und irgendwann vielleicht auch als Hindernis wahrgenommen. Und der limitierende Faktor ist auch der Kronenansatz. Unsere Hochstammbäume werden mit 1,80 Meter Kronenansatz verkauft. Das ist die Standardgröße und für die maschinelle Bewirtschaftung ist das zu niedrig. Man muss also selber schon früh anfangen, die Bäume aufzuasten. Genau, da würde sich meine Frage anschließen. Ist es denn bei den bisherigen Programmen erlaubt, die Bäume, sage ich mal, so zu beschneiden, dass die Größe irgendwie begrenzt werden kann? Weil das, ich sag mal, im Bereich von 30, 40 Jahren können die ja von selber schon so groß werden, dass dann doch in der Reihenkultur doch größere Randeffekte entstehen, also nicht nur durch Beschattung, sondern auch vom Wasser her. Man sieht das ja an großen alten Alleen, dass auch in die landwirtschaftliche Flächen rein doch sehr stark Depressionen reingehen, auch gerade in trockenen Sommern, wo dann der Baum natürlich tiefer an das Wasser rankommt als die Reihenkultur. Also in der Schweiz gibt es keine Vorgaben, was den Schnitt angeht. Es gibt so eine ganz Vorgabe, dass dieser Obstbaum aus drei Leitästen bestehen muss. Aber diese Vorgabe wird auch rausfliegen. Und viele, die jetzt so ein Agroforstsystem mit Obstbäumen machen, die machen einen Spindelschnitt, eine sogenannte Hochstammspindel. Also wo quasi die Leitäste spindelartig um den Stamm angelegt werden auf einer gewissen Höhe. Das gibt viel kompaktere und kleinkronige Bäume. Zwei Sachen. Einmal der Kohlenstoffspeicher in diesen Studien bezog sich wahrscheinlich nur auf den oberen Teil der Bäume, oder? Nee, es ist ein Modell, eine Formel, die da entwickelt wurde vom Agroscope und die hat einen Teil auch Wurzelleistung mit berücksichtigt, aber wir haben die Bäume nicht ausgegraben und gemessen und gewogen, sondern nur den oberirdischen Teil gemessen und die Wurzelleistung geschätzt. Und dann noch der zweite Punkt. Klar gibt es dann vielleicht bei Schattenwurf irgendwelche Ertragseinbußen auf die Aggrokultur, aber dann muss man sich auch fragen, die Sonne ist ja nicht plötzlich weg, sondern sie wird ja bloß anders genutzt und der Ertrag kann ja dann gerade bei solchen Obstsystemen dann wahrscheinlich sogar profitabler sein, wenn dann die Obstkultur genutzt wird. Also eben, wir haben diesen Schatteneffekt überhaupt noch nicht feststellen können, weil unsere Bäume noch relativ jung sind. Es ist mehr der Randeffekt durch die nicht möglich oder das durch die schlechte Ausnutzung der vollen Maschinenbreite. Letzte Frage. Die Nutzung des Unter- oder des Baumstreifens, die Nutzung und die Pflege, wie wird die gewährleistet? Also das ist eine gute Frage. In der Schweiz es sind ja vor allen Dingen Familienbetriebe, die sowas umsetzen. Das heißt, eine Person ist eigentlich für den Pflanzenbau zuständig. Das System ist relativ simpel und in den meisten Fällen wird dann nicht noch irgendwelche Kulturen dazwischen gepflanzt, schlicht aus Arbeitskapazitätsgründen, sondern es wird ein Wiesenstreifen angelegt und der wird gemulcht. Und in den meisten Fällen wirklich mit so einem Handmulchgerät geht der Landwirt durch, mit so einem Mähwerk und mulcht das Ganze. Aber in Zukunft kann man sich natürlich auch andere Technologien vorstellen. Es gibt schon so Grünpflegeroboter im Weinbau zum Beispiel. Warum nicht sowas im Agroforstsystem? Wenn ich an die großen Flächen denke, da kann niemand mit der Hand irgendwie da durchgehen. Unmöglich. Da brauchen wir technische Lösungen, um das praktikabel bewirtschaften zu können. Aber im Moment noch so nach alter Väter Sitte mit dem Handmäher. Ja, vielen Dank, Mareike.